So, einen wunderschönen herzlich willkommen. Ich habe heute mal wieder ein bisschen, naja, ein bisschen rumgebastelt. Wir gehen mal zuallererst ganz kurz hier bei. Gut, bin ich falsch? Nee, alles korrekt. Wir gehen mal erstmal kurz auf ein paar Sachen ein, die mir geschrieben wurden. Als YouTube-Kommentar. Eigentlich nur eine einzige Sache, aber eine große Sache. So. By the way. Ich nehme mal ganz kurz hier eher. Wartet mal kurz. So. Die Kamera ist definitiv besser für geeignet. So. Und zwar hat. Ja, hier noch die meinen Sachen, die wir da vorhaben. Und dann hat mir Thomas einen Kommentar geschrieben auf YouTube, gestern, vorgestern, gestern. Hallo Ronny, ein paar Anmerkungen zu deiner Zentrifugenkaskade. Wenn deine Kaskade komplett gefüllt ist, in jeder Zentrifuge genau ein Dust, und du fünfmal nur sie mal reinwirfst, kommt nach einiger Zeit ein 3,5er und ein 4,0er raus. Das, was wir auch schon. Das Problem ist, der Kommentar kommt jetzt vor meinen letzten 8 Videos jetzt. Das heißt, ja, das, was er geschrieben hat, ist großenteils, habe ich bereits selber entdeckt. Ich habe jetzt in dem einen Video mein Programm gezeigt, womit ich das genau durchsimuliert habe. Da komme ich ja genau auch auf das raus, dass quasi das Verhältnis 4 zu 1 ist. Wenn die Kaskade komplett gefüllt ist, ist natürlich relativ unrealistisch, weil im normalen Alltag kommt das halt selten vor. Weil du kannst ja nicht erstmal von jedem Dust 1 produzieren, um dann die Kaskade komplett zu füllen. Geht ja nicht, sondern du schmeißt halt deine 0,7er rein und dann kommt raus, was rauskommt. Von daher finde ich die Annahme hier schon mal ein bisschen fraglich, was das bringen soll. Ich meine, er will halt einfach darauf hinaus, dass wenn du halt eine simple Rechnung hast, also im Idealfall, kommt halt direkt, wenn du 5 reinwirfst, auch 5 wieder raus. Das funktioniert nur, wenn die Kaskade genau voll ist. Oder auch bei anderen Konstellationen, aber vor allen Dingen dann. Genau. Von daher passiert das halt auch auf langer Sicht, wenn du halt viele Durchläufe hast und zum Beispiel 100 reinwirfst, dann kommen halt circa 80 hiervon raus und circa 20 hier raus. Im Durchschnitt wird es aber immer auf 1 zu 4 herauslaufen. Zumindest so, was meine Simulation ergeben hat. Genau, für einen kompletten Satz Brennstäbe brauchst du 30, 3,5, haben wir auch schon ausgerechnet, denn wir brauchen ja für einen Brennstab, genau, wir brauchen 6 Brennstäbe und für einen Brennstab brauchen wir 5 diese komischen 3,5er, also 30, klar. Sprich, also, ich hatte ja gesagt bei dem einen Video, dass ich also 2 Stacks reinwerfen muss, 200 also 198 genau, um halt einmal so einen Brennstoffsatz zu bekommen. Genau wären es halt 150, aber ich würde halt einfach immer 2 Stacks reinwerfen, kommt aufs Gleiche raus. Da haben wir zwar immer ein bisschen überproduziert, das heißt, wir haben einen Überschuss, aber gut, dann müssen wir irgendwann einfach nicht mehr brennen, sondern haben dann direkt schon welche. Das hier haben wir auch schon entgegengewirkt. Das war wahrscheinlich noch bevor ich diese Blume am Anfang. Ich habe ja diese Blume, die war ja auf irgendwie 0 gestellt oder auf 1 gestellt. Und die habe ich ja jetzt auf 60 hochgestellt oder auf 30 hochgestellt. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, genau, dann wäre tatsächlich das Rohr geplatzt. Haben wir also auch schon überwunden. Ja, und jetzt hat er hier noch 3 Möglichkeiten geschrieben, die habe ich mir jetzt noch nicht so genau durchgelesen. Erste Möglichkeit. Also wenn du das machst, platzt wahrscheinlich dein Rohr über der 0,7er Zentrifuge. Da du das sicher nicht willst, hast du verschiedene Möglichkeiten. Erste Möglichkeit. Du änderst den Wert von Pipeworks Enable Items per Tube Limit oder. Jetzt sage ich schon Ohr, weil ich schon direkt im Englischen drin bin. Oder Pipework Max Item per Tube in deiner mitest.conf. Das wäre dann also natürlich, ich glaube, upsili, halt.
Das wären halt, dass quasi pro Rohr mehr Items drin sein können, bevor diese Rohre platzen. Ne? Vorteil, du löst gleichzeitig das Problem bei Rowlands Anlage, weil er hat ja auch dieses eine Ding, was ich gezeigt hatte, was immer platzt. Nachteil, du hast mehr Stromverbrauch, richtiger Stromverbrauch, keine Fantasie. Heißt also, mein Laptop verbraucht mehr Strom, weil er mehr zu arbeiten hat. Ne? Das meint er damit. Du bekommst mehr Lags auf den Server, dein Mitspieler, Rowland, bla bla bla. Was? Deine Mitspieler, zum Beispiel Rowland, auf dem Server bauen in Zukunft keine ordentlichen... Wow! Ist das ein Diss? Wird hier gerade gebattle-rappt? Okay. Materialbedarf, Textil oder deiner... Wow. Aber so geht auch MX. Nein, ich nutze MC Edit. Ich kann es dir mal kurz zeigen. Wenn ich auf meinen Mainz-Server gehe, per SSH, mit meinem super sicheren Passwort, ist völlig egal, kommt man von außen eh nicht rein, über SSH zumindest, dann nutze ich hier immer MC Edit. Und damit mache ich hier, genau, die, bei der Drops-Mod muss ich, ich hab schon, okay, ich schreibe mich hier gleich mal bei erzählen, bevor ich das auch noch vergesse. Drops. So. Egal. Wo ist jetzt hier? .conf. So, mache ich das immer. Ne, mit MC Edit. Das ist der beste Editor der ganzen gesamten Welt. Tada. Tada. Ja. So. Zweite Möglichkeit. Du führst den 07er DAS aus der 06er Zentrifuge und aus der 08er Zentrifuge wieder in die Eingangskiste. Ja, okay, ist richtig. Da könnte ich das dann damit quasi auch darüber den puffern, über die Kiste. Vorteil, du kannst besser kontrollieren, wie viel ankommt. Genau. Nachteil, wenn du wenig Strom hast und du wirst so wenig Strom haben. Ey, wieso? Wir haben ein Atomkraftwerk. Reicht ein Atomkraftwerk nicht aus? Ich dachte, ein Atomkraftwerk reicht aus. Kann sich denn Simmer das trotzdem in dem in der Zentrifuge ansammeln? Eine Sorting-Typ, ein paar normale Typs. Na, Sorting-Typ brauche ich gar nicht. Ich habe doch da bereits eine Sorting-Typ. Ich brauche einfach nur die vorhandenen Sorting-Typs anders konfigurieren, oder? Lass mal kurz überlegen. Na, egal. Dritte Möglichkeit. Du gibst genauso viel 07 an die Kaskade, wie an 0er oder 3er rauskommt. Ja, das ist ja quasi genau das, was wir gemacht haben. Das war quasi, also nicht genau das, sondern wir haben es halt anders gemacht. Wir haben halt die Eingangsgeschwindigkeit drastisch reduziert. Sodass halt, wie gesagt, alle Minute, glaube, kommt gerade mal 107er in die Kaskade. Das heißt, die Kaskade läuft niemals, auch nur annähernd, auf irgendwie einer maximalen Leistung. Sondern die ist halt immer komplett unterlastet. Genau. Ja, das war der Kommentar von Thomas. Mit dem kleinen Battleweb-Einzeiler hier. Okay. So, genau. Jetzt das andere, was sich geändert hat. Drops. Ich habe gesehen, der Drops war gelutscht und dementsprechend... Was? Nee, ich hatte ja vor einer Weile, wenn man... Ich gehe dazu mal ganz kurz in meinen Test rein. Du kannst besser, wenn wir noch da gehen. So. Halt. Meint es. Danke. So. Lalalala. So. Vollbild. So. Warum sind sie unten? Was sollten wir hier? Ach ja, wir haben hier, wir waren ja hier irgendwie, ne? Ah. Ja gut, das muss die Folge erstmal warten. So, ich bitte gestockert zu entschuldigen, dass ich ja gerade im Bildschirmmodus aufnehme. Früher hatte ich das so, normalerweise, wenn man hier Sachen abbaut, dann fliegen die zu allen Seiten mit der Drops-Mod. Und ich hatte das früher, als ich die Drops-Mod eingeführt hatte, hatte ich das gefixt, indem ich im Quellcode eine Zeile geändert habe. So dass die zwar immer noch in alle Richtungen gesprungen sind, aber nur noch so maximal ein Block weit. Beziehungsweise nicht ganz, aber halt wesentlich schwächer.
Jetzt ist aber so, dass ich ja vor einer Weile meine ganzen Mods auf Git umgestellt habe. Sprich also mit den automatischen Skripten, wo die alle Skripte über Git automatisch aktualisiert werden oder auch initial, also überhaupt erstmal initial runtergeladen werden, etc. pp. Und durch dieses Skript hatte ich ja alle vorhandenen Mods gelöscht und halt neu über Git initialisiert. Initial heruntergeladen, so. Initialisiert ist was anderes. Und ja, dementsprechend waren auch alle Änderungen von mir weg. Und jetzt hatte ich natürlich die Änderung wiederhergestellt gehabt, habe aber das mit dem, dass es in alle Richtungen springt, vergessen gehabt. Deswegen war es bisher jetzt die letzten Folgen und auch Tage auf meinem Server so, dass die wieder in alle Richtungen geflogen sind. Und das habe ich jetzt wieder geändert. Und zwar ist dafür. Da, ich gehe nochmal hier rein bei meinem. Das kann ich direkt mal zeigen. Mario, Ronny! Versuch mal nachzudenken. So. Und zwar ist dafür, wie gesagt, diese Drops-Mod verantwortlich und diese Init-Lua da drinne. Und hier ist halt eine gewisse Zeile. Das ist die Zeile 67 oder so. Diese Zeile hier. Hier steht halt, x ist gleich random minus 3 bis 3. Y ist gleich random, keine Ahnung, 5 bis 3 oder irgendwie so. Und z ist gleich random, Klammer minus 3 bis 3. Sprich also, die Werte werden halt zufällig generiert. Und das habe ich mir jetzt auch in meine Datei raufgeschrieben. Mal kurz, ich mal gucken hier, müsste hier drin sein. Warum höre ich was? Warte mal ganz kurz. Bisschen hier? Ich mache mich kurz stumm. So. So. Zeigen wir uns mal kurz an. Und da habe ich jetzt hier diese Zeile dazu geschrieben, damit ich das nächste Mal auch wieder dran denke. So sieht die Zeile normalerweise aus. Ne? Also. X ist gleich random minus 3 bis 3, Y ist gleich random 2 bis 5 und Z ist random minus 3 bis 3, also ein zufälliger Wert zwischen diesen beiden Werten also. Und das hatte ich halt früher geändert auf minus 1 bis 1 bei X und Z, also die Richtung, die zur Seite fliegen kann. Und Y ist halt direkt 0, sodass das Ding nicht nach oben springt oder sowas, sondern einfach, also es kann halt nicht in jede Richtung springen, sondern es springt nur noch zu den Seiten und auch nur noch ein bisschen. Und so hatte ich es halt damals gemacht gehabt. Und jetzt bin ich mal testweise noch einen Schritt weiter gegangen und habe alle Werte einfach auf 0 gesetzt. Das heißt, wenn ein Objekt gedroppt wird, dann wird gar keine, wie sagt man, kinetische Energie erzeugt. Das heißt, die Dinge sind einfach nur da und fallen dann irgendwann runter, wegen Schwerkraft und so. Und das sieht dann jetzt quasi so hier aus. Oh, dunkel. Machen wir kurz Licht hier. So, wenn man jetzt Sachen abbaut, fallen die Sachen einfach nur runter. Vielleicht sieht man es. So, da. Die fallen einfach runter. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich so lasse. Ich finde es so erstmal ganz praktisch, wenn die Sachen einfach nur runterfallen. Wie gesagt, ich kann es auch wieder so ändern, wie früher war, dass die Sachen halt schon zur Seite fliegen, aber halt nur so ein bisschen zur Seite fliegen, random. Aber ich bin jetzt erstmal damit zufrieden. Von daher habe ich es erstmal wieder so gemacht. Genau, so viel zur Drops-Mod. Dann wäre der Drops jetzt auch gelutscht. Genau, und zu meiner Anlage nochmal. Da gehen wir mal tatsächlich. Weiß ich gar nicht, warte mal, warte. Jetzt bin ich gerade komplett ein bisschen kurz raus. Genau. Und wegen der Zentrifugenanlage, da wollte ich gerade hin. Ich habe mal etwas gebastelt. Muss mal kurz überlegen. Warte mal kurz, also welches Konto gehe ich rein? Ah, komm, ich gehe einfach als Worker rein. So, so.
Und zwar hatte ich mich ja gewundert, weil eigentlich, wenn wir jetzt mal zu unserem Let's Play Haus gehen, da ist es so, dass laut meinen Berechnungen müsste eigentlich von dem Zink hier am meisten sein. Allerdings ist hier, warum auch immer, mehr Chrom und ja, also mehr Chrom als Zink. Und das habe ich nie so wirklich verstanden. Ich gehe mal davon aus, dass es am Anfang deswegen war, weil meine Anlage noch so ein bisschen komisch lief, wenn keiner da war. Jetzt läuft sie relativ stabil, auch wenn keiner da ist. Genauso hatte ich ja damals, dass hier immer diese eine Tür gebrochen war, weswegen wir die Anlage überhaupt erst umgebaut haben. Und vielleicht ist noch aus dem Zeitalter das so off, dass es halt immer noch hier unten mehr ist als da oben und sich das mit der Zeit dann wieder angleicht, sprich also mit der Zeit hier oben mehr entsteht als hier unten. Also eher ihn quasi überholt. Das wird sich zeigen und weil es aber so ewig dauert und ich müsste mal die Zahlen direkt miteinander vergleichen und gucken, ob sie sich wirklich mit der Zeit annähern. Ich glaube ja, weil als ich die Anlage umgebaut hatte, waren die beiden irgendwie 200 auseinander. Jetzt sind sie nur noch knapp 100 auseinander. Nee, halt, haut gar nicht hin. Die sind 900 auseinander. Der ist 900 vor ihm. Hä? Whatever. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal, weil ich halt ein bisschen rumprobieren wollte und auch mal ein bisschen mein AKW erweitern wollte, habe ich jetzt tatsächlich hier bei mir, beim AKW, eine neue. Ich gehe mal kurz in den Fenstermodus. Lohnt sich ja jetzt. Aha, jetzt habe ich schon wieder Performance. 60 FPS. Habe ich hier ein wunderschönes neues Gebäude gebaut. Ich präsentiere meine völlig übertriebene Grinding-Anlage. Ja, fragt mich bitte nicht. Es sollte einfach irgendwie nur einigermaßen schön aussehen. Deswegen, die Dimensionen machen überhaupt keinen Sinn. Vor allen Dingen meine Stromversorgung. Ich habe hier zig Millionen MV-Solarzellen rangepackt, was überhaupt nicht nötig wäre. Aber egal, die Anlage funktioniert. Das heißt, ich kann jetzt hier wirklich einfach ein paar Stacks reinschmeißen. Ich mache mal kurz hier ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen Gravel. Gib mir mal davon ein paar Stacks. Also so ein paar Stacks. Und jetzt könnt ihr gleich mal sehen, wie diese Anlage explodiert. Ich habe ihr selber noch nicht wirklich einen Härtetest unterzogen. Ich habe sie nur so kurz angetestet. Sie funktioniert. Und die Sachen schießen in alle Richtungen. Yeah. Wie sie funktioniert, ist relativ simpel. Komplizierter als meine Anlage in unserem Let's Play. Aber trotzdem relativ simpel. Alle Sachen, also Keys, Kopfel und Compressed und dieses gesiebte Keys, also alles, was die Anlage braucht, wird hier rausgezogen. Ja, dadurch, dass hier alle Rohre grün sind, ein bisschen schwer zu erkennen. Wird hier in dem Rohr hier in die Anlage eingespeist. Hier wird gesagt, alles was Kies ist, geht nach unten zu den Sieben. Alles andere geht nach links oder nach rechts. Die Anlage ist halt 1 zu 1 gespiegelt. Das Kies, was nach unten geht, geht dann halt auch wieder nach links oder nach rechts. Und geht dann nach gelb unten zu den Sieben. Hier genauso. Sprich also, Kies, was hier rauskommt, geht direkt in die Anlage, wird komplett gesiebt. Alles, was bei der Anlage später rauskommt, was bei The Way eine ganze Menge ist, holy shit. Alter, ich bin froh, dass die Anlage alles lang flitzt, ey, oh Scheiße. alles, was hier rauskommt, wird dann halt an Kies, also hier kommt ja zum einen auch Kies raus, ne, kommt dann halt direkt wieder hier unten rein. Alles andere geht nach Blau, beziehungsweise hier halt nach Rot, ne? Und wird dann hier nach Grün zurückgeschickt nach oben. So, und das hier oben passiert wieder nichts anderes, genauso wie da hinten, dass es wieder 1 zu 1 zwischen diesen beiden Teilen aufgesplittet wird, weil beides Ausgänge sind. Und dann kommt es hier in die zweite Stage quasi. Und in der zweiten Stage wird alles das, was hier unten angefallen ist, also sämtliche Rohstoffe, aber auch gesiebtes Kies kommt dann halt hier rein. Und jetzt muss ich überlegen, wie geht's weiter? Genau, hier wird erstmal alles nach Weiß geschickt.
Das heißt, ne, das Kraftwerk, was hier unten ankommt, kommt in das Rohr, geht hier lang. Oder in das Rohr und geht hier lang. Wie gesagt, die beiden Anlagen sind gespiegelt. Ich werde also jetzt nur noch eine Seite zeigen, damit es nicht so verwirrend ist. Das heißt, das, was hier hochkommt, geht dann durch das Rohr durch und wird erstmal hier hinten lang geschickt. Hier geht dann alles, was für die Anlage gebraucht wird, also das gesiebte Kies zum Beispiel, geht dann nach Rot. Und alles, was unten an Mineralien abgeschürft wurde, ist hier nicht bekannt, geht also nach Blau. Genauso wie es alles, was von hier kommt, genau das gleiche wäre. Und das geht dann alles hier ins weiße Rohr, weil es hier auch nicht bekannt ist. Das heißt, die ganzen Rohstoffe gehen alle nach Weiß. Und das weiße Rohr geht dann direkt wieder in die Kiste rein. So dass dann in der weißen Kiste die ganzen Rohstoffe ankommen. Alles, was bekannt ist, sprich also die ganzen Sachen, die weiterverarbeitet werden müssen, die gehen dann halt nach Rot und gehen dann, wie gesagt, hier in die zweite Stage, ne, geht alles nach Schwarz und wird dann hier tatsächlich endlich verarbeitet, ne. Das gesiebte Kies kommt hier direkt in die Anlage, wo daraus dieses Komprimierte gemacht wird. Das Komprimierte kommt dann hier raus, geht entweder nach links oder nach rechts. Wenn es nach rechts geht, prallt es hier hinten ab und geht dann wieder zurück. Macht dann hier wieder eine Runde rum. Dann geht das Komprimierte, ich glaube, in den Brenner. Im Brenner wird es dann zu Kopfsteinpflaster. Ne, wird dann hier quasi hier abgeleitet. Wird dann hier zu Kopfsteinpflaster, geht dann auch wieder raus. Entweder geht es direkt nach links oder geht es nach rechts und prallt hier ab und geht dann nach links. Macht dann die nächste Runde. Und das Kopfsteinpflaster wird dann hier in die Schleifmaschine verarbeitet, wieder zu Kies. Und das Kies letztendlich, das geht dann endlich hier wieder zurück nach Blau, wieder nach Gelb und wird dann wieder in die beiden Anlagen unten eingeteilt. Und so entsteht quasi diese Schleife. Das ist quasi die gesamte Hauptanlage. Hier hinten passiert genau das Gleiche, weil tatsächlich ist die Anlage so gebaut, die untere, das Kies kann von links und von rechts kommen. Genauso kann das Kies hier nach links und nach rechts weggehen. Ursprünglich war die Anlage hier oben genauso gebaut. Das heißt, auch hier konnten die Sachen von beiden Richtungen kommen. Hat aber nicht so ganz funktioniert. Quasi war hier rot. Bei rot waren quasi auch die Sachen drin. Hat aber nicht so ganz funktioniert, weil als ich gesagt habe, die beiden sind offen, also schwarz und weiß bei allen, dachte ich halt, wenn Rohstoffe von links kommen und sie nicht verarbeitet werden können, gehen sie einfach weiter durch. Wenn sie nicht verarbeitet werden, gehen sie einfach durch. So war meine Idee, weil ich dachte, wenn man zwei offene Pipes hat, also so jetzt zum Beispiel, wird quasi alles, was abgefiltert werden kann, wird abgefiltert. Und alles, was nicht abgefiltert werden kann, geht quasi einfach durch. Das heißt, wenn es von links kommt, geht es nach rechts weiter. Wenn es von rechts kommt, geht es nach links weiter. Es arbeitet also wie eine ganz normale Pipe. Ist aber leider nicht der Fall. Sondern ich hatte das Problem, wenn ich beide Seiten offen hatte und die Sachen von beiden Richtungen kamen, dann kamen die immer hier in so eine Tür rein und die Tür hat dann random entschieden, okay, was von links kam, geht ja zu random, nach links oder nach rechts. Und dementsprechend haben sich die Sachen hier extrem drin gestaut und die sind die Pipes hier um die Ohren geflogen. Und deswegen habe ich jetzt hier raus einen Kreisverkehr gemacht, nämlich gesagt habe, okay, hier wird nichts mehr nach Rot geschickt, sondern Rot ist gesperrt. Und damit ist quasi aus diesem Kreis hier ein Kreisverkehr geworden. Sprich also, alle Sachen gehen hier in die Richtung und kommen in die Richtung zurück. Und hat damit einen ganz normalen Kreis, so wie auch bei unserem Let's Play raus. Die einzige Anlage, wie gesagt, hier unten, die hat das halt nicht. Bei der ist es wirklich so, dass die Sachen in beide Richtungen abgetransportiert werden können. Ja. Wie gesagt, Strom versorgt wird ja alles über MV-Solarzellen. Da oben ist ja das Netzteil, I don't know. Ja. Das ist meine total überdimensionierte Anlage. Und wie gesagt, die habe ich vor allen Dingen deswegen gebaut, um zu gucken, wenn ich hier eine beliebige Anzahl Gravel reinschmeiße oder Cobblestone reinschmeiße. Ne, Cobblestone kann man hier halt auch reinschmeißen. Letztendlich kann man hier alles reinschmeißen, was eins von diesen vier Typen ist. Weil es wird dann automatisch in die Anlage einsortiert. Über hier hinten, über das Ding. Und wie gesagt, wenn man hier halt irgendwas random reinschmeißt, Cobblestone oder Gravel,
dann würde ich halt mal wirklich gucken, von was wie viel produziert wird. Das heißt, wir können jetzt auch schon mal gucken, wenn ich hier Zink nehme und Chrom, dann sehen wir tatsächlich, holy shit, es ist mehr Chrom als Zink. Warum dachte ich die ganze Zeit, es ist mehr Zink als Chrom? Okay. Gut, dann hat die Anlage ja ihren Zweck erfüllt. Die Forschung ist beendet. Es ist tatsächlich mehr Chrom als Zink da. Okay. Damit kann ich die gesamte Anlage wieder abbauen. Okay. Spaß. Nee, das Ding bleibt hier natürlich. Ich habe auch schon überlegt, dadurch, dass diese Anlage hier extrem massiv gebaut ist, in dem Moment, dass man die Anlage sehr stark auslasten kann, habe ich auch schon überlegt, dass ich die Kiste hier freischalte, sprich also hier keine abgeschlossene Kiste mache, sondern eine normale Kiste. Und dann halt einfach Leute ihr Kobbel reinschmeißen können oder ihr Gravel reinschmeißen können und dann irgendwann halt ihre Rohstoffe rausnehmen können. Und wenn ihr irgendein Dude irgendwas reinschmeißt, was nicht reingehört, ist es ja kein Problem, da das Ding das dann gar nicht rausnimmt. Das heißt, die Anlage bleibt trotzdem clean. Ne, die Anlage nimmt nur das an, was sie auch verträgt. Von daher könnte ich die Dinge sogar, wie gesagt, freigeben. Weiß ich nicht, ob ich das machen möchte. Aber es wäre halt technisch möglich, ne? Dass ich sage, hier kann jeder mit seinem Gravel herkommen. Oder mit dem Cobblestone. Was sind die reinschmeißen? Problem ist natürlich, wenn hier mehrere Spieler online sind, kann während der eine hier Sachen reinschmeißt, kann der andere wieder die Sachen rausnehmen. Oder der kämpfen die hier, dann wird es hier in so eine Arena. I don't know. Muss ich hier noch ein paar Laserstrahler installieren? Ja. Wie gesagt, jetzt erstmal ist es eine abgeschlossene Anlage, das heißt, die Anlage ist nur für mich. Aber ihr könnt ja mal bei mir im Discord-Forum, vielleicht mache ich dazu sogar eine Rundfrage dazu. Ansonsten könnt ihr auch mal diskutieren, ob ihr hier drauf Zugriff haben wollt oder nicht. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ja. Und das Schöne ist dadurch, dass dieser, also hier ist wirklich nur, das Zeug kommt direkt raus. Es wird also nichts nachverarbeitet oder sowas. Was den Vorteil hat, alles, was du hier reinpackst ins System, kommt doch wieder raus. Es ist also nirgends irgendwie ein Puffer. Oder? Warte mal kurz. Doch, es können Puffer entstehen. Ah, scheiße. Und zwar, wenn man zum Beispiel nur ein bisschen was an Kobbel reinpackt, weil die Dinger hier, die warten ja immer, bis hier vier Stück drin sind. Das heißt, wenn hier jetzt irgendwo zum Beispiel nur drei Stück drin rumstecken, dann kommt das nicht mehr raus, sondern wartet, bis das nächste Zeug reinkommt. Ah, da könnten wieder irgendwelche Spieler kommen und sagen, die Maschine hat mein Material gefressen. Ah, da muss ich hier noch so ein Warnschild aufstellen. Man kann alles zurückbekommen, muss man aber nicht. Irgendwie so, I don't know. Ja, auf jeden Fall das so zu dieser Anlage. Ich finde die sehr gut gelungen. Ich habe wieder komplett out of the blue gebaut. Vor allen Dingen hier hinten, diese ganze. Das Problem ist halt, dass ich die Rohre nicht verbinden dürfen. Deswegen muss ich überall so viel Platz lassen. Deswegen kann ich die auch nicht mehr auf den Boden stellen. Ich hätte das Haus mal ein bisschen breiter machen sollen. Hätte ich die Kiste auch auf den Boden stellen können. Aber so geht es halt jetzt mit den Rohren nicht, dass ich die tiefer baue. Aber man kommt ja noch ran. Von daher habe ich es erstmal so gelassen. Vielleicht brauche ich hier noch irgendwie noch so einen Thron oder irgendwie so. I don't know. Muss ich mal gucken. Ja. Genau, das auf jeden Fall so erstmal zu dieser Anlage hier. Ich finde sie sehr schnieke. Was wir gerne mal noch probieren könnten, ist wie stark. Weil das Witzige ist, mein Server scheint die Anlage überhaupt nicht zu interessieren. Wenn ich mir jetzt hier wirklich mal so ein bisschen was gebe, also so richtig den Arsch voll. So. Übrigens, dadurch, dass alles zurückgewonnen wird, sollte man tunlichst aufpassen, die Kiste nicht zu voll zu machen, sondern wirklich nur so viel reinpacken, wie in die Kiste auch reinpasst, weil alles, was man reinpackt, kommt ja später auch wieder in die Kiste zurück.
Das heißt, ich glaube, zwei Inventare wären schon fast zu viel. Also, solange wir nur ein Inventar hier komplett reinpackt, ist alles im grünen Bereich. Aber wenn man zu viel reinpackt, dann könnte es sein, dass das Rohr hier platzt, weil nichts mehr in die Kiste kommt. Egal, auf jeden Fall sieht man jetzt, ne, die Anlage ist jetzt hier voll am Eskalieren. Da hinten die Rohre, hier explodiert alles. Übrigens, ne, ich hatte gesagt, wenn ich mir so eine Anlage selber baue, mache ich überall das mit diesen Beschleunigungstubes, also mit diesen Accelerator-Dingern. Und man sieht schon, wie krank hier die Post abgeht. Und mein Server geht aber mit der CPU-Leistung überhaupt nicht hoch. So, dem interessiert es nicht mal. Und ich kann jetzt hier auch mal ganz kurz wieder in den Bildschirmmodus gehen. Ich muss mal mit der Beschriftung hier arbeiten. So. Wenn ich mich jetzt hier mit dem Laptop verbinde und dann mal kurz Hardtop aufrufe. Da. Kein einziger Thread ist bei 100%. Kein einziger Kern ist ausgelastet. Das heißt, selbst mit dem ganzen Zeug, was hier gerade abgeht, ist der Mainz-Server komplett unterlastet. Und ne, wohlgemerkt, gleichzeitig läuft ja auch noch die Anlage von Rowland und die Anlage, die bei uns im Let's Playhouse ist. Das heißt, es gibt in dem Spiel mittlerweile drei große Anlagen und meinem Server interessiert es halt einfach gar nicht. Das Einzige, was halt aktuell dann wirklich eher das Problem ist, was auch der Grund ist, weswegen es hier so ein bisschen rumzappelt. Mal kurz hier wieder weg. Ne? Man sieht ja hier ab und zu springen die Sachen so ein bisschen aus den Pipes raus, wenn man hier genau hinguckt. Da gehen die Sachen aus der Pipe raus und gehen erst dann wieder rein. Das liegt aber nicht daran, dass der Server überlastet ist, sondern einfach, dass das Internet die Daten nicht schnell genug übermitteln kann. Ne, weil die Dinger, die werden ja nicht komplett übers Internet gesteuert, sondern die arbeiten ja vom Client aus. Das heißt, wenn ein Block hier reinkommt, wird erstmal nur gesagt, okay, das Objekt bewegt sich mit der und der Geschwindigkeit in die und die Richtung. Und wenn das Objekt dann irgendwann hier ist, sagt dann der Laptop irgendwann, nee, jetzt bewegt sich das Objekt in die andere Richtung. Das muss bei dem Client aber erstmal ankommen, diese Information. Und das dauert halt so lange. Das heißt, was man hier sieht, ist nicht die Auslastung vom Laptop, sondern einfach nur die Ping-Zeit. Und das ist schon krass. Das, wie gesagt, die Anlage, ich meine, die Hölle geht hier gerade ab. Und der Server ist halt in keinster Weise ausgelastet. Das ist schon, also da ist schon ordentlich Reserve hinter. Ja. Gut. Ich bin gerade im Flugmodus. Ja, schön hier zu sehen, wie die ganzen Dinger hier arbeiten. Mir ist auch schon aufgefallen, so manche seltsamen Sachen, wie gesagt, normalerweise alle Sachen, die reinkommen, müssten eigentlich hier 1:1 aufgeteilt werden, weil die beide sind gleichberechtigt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das meiste nach rechts geht. Genauso wie hier hinten die Dinger. Ne, man sieht ja, die Sachen kommen hier raus und müssen dann eigentlich gleichberechtigt immer nach links und dann nach rechts und dann wieder links, also immer abwechselnd sein. Aber wie man hier offensichtlich sieht, tendieren die meisten Sachen trotzdem immer nach links. Das meiste hier geht nach links weg. Ist immer nur so ein Ding, was da nach rechts geht. Das ist schon, das meiste einfach immer nach links. Also scheinbar scheinen die Dinger doch irgendwie eine Art Präferenz zu haben, diese Rohre hier, dass das doch nicht immer gleichbedeutend ist. Weil man sieht ja auch hier, auf der Seite sind alle Siebe komplett ausgelastet. Also zumindest sind alle Siebe in Benutzung, aber hier nicht. Obwohl die Anlage 1:1 gespiegelt ist. Es also keinen Grund gibt, warum die Seite mehr belastet ist, also für euch die Seite mehr belastet ist als die Seite. Das ist schon ein bisschen seltsam. Ja. Naja, aber die Anlage funktioniert erstmal. Ich werde die Anlage auch erstmal wieder ein bisschen. Obwohl, die kann. Die können erstmal fröhlich weitermachen. Wir können aber nochmal hier ein bisschen Samples erheben. Hey. So. Ja, und man sieht eindeutig, es kommt mehr Chrom als Zink raus. Okay. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das stand so nicht im Skript drinne. Ich weiß ja nicht, welches Skript. Ich arbeite nicht mit Skripts, aber egal. Aber ich ging halt wirklich immer davon aus, dass mehr Zink ist als Chrom.
Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich darauf komme. Ich glaube, ich hatte es früher mal in der Let's Play-Anlage einfach durchprobiert gehabt. Da hatte ich auch einfach mal ein bisschen was reingeschmissen und geguckt, wie viel rauskommt. Kann sein, dass da dann irgendwas schiefgelaufen ist am Anfang, wo ich das getestet hatte. Weil wie gesagt, offensichtlich ist hier mehr Chrom als Zink. Und das gleiche spiegelt sich auch bei unserer Anlage im Let's Play wieder, ne? Wenn wir da jetzt hingehen, wie gesagt, hier ist ja genau das Gleiche. Dafür hier auch mehr Chrom als Zink haben. Und die Tendenz geht tatsächlich immer weiter auseinander. Mir war so, wie als wenn damals irgendwie 200 Blöcke Unterschied waren, aber jetzt sind ja schon 900 Blöcke Unterschied. Also der Abstand wird immer größer statt kleiner. Das ist, jetzt mal wieder nochmal die Teststelle hier. So. Das ist tatsächlich sehr interessant. Ja, weiß ich nicht. Siehst du, jetzt weiß ich gar nicht, wie sich die Anlage eigentlich verhält, wenn keiner da ist. Sie sind jetzt schon alle Rohre geplatzt? Zumindest ist alles weg. Okay. Achso, ja, und ich habe überall Stackwise in Aktoren genutzt, natürlich, ne? Ich als Admin, ich muss ja keine Kosten und Mühen scheuen. Deswegen habe ich doch hier überall diese Accelerator-Tubes drin. Weil die Dinger sind nämlich scheiße teuer. Hier. Für ein einziges Rohr, wohlgemerkt. Für ein einziges Rohr brauchst du zwei Magnete. Das ist einfach so teuer. Digga! Dafür könnten wir im Let's Play nicht mal. Obwohl, mittlerweile haben wir ordentlich Kupfer. Aber trotzdem, das ist schon ganz schön teuer. Ja, dann soll es das mit der Folge erstmal gewesen sein. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge dann, wenn es mit dem eigentlichen Let's Play wieder hoffentlich weitergeht, dann wieder. Bis dann.